Was geht ab, meine Z-Fighter Oser hier und mit den Dokkan News am Morgen. Endlich. Endlich sind Gogeta und Broly auf der globalen Version erschienen. Falls du noch Lust auf die Jungs habt, dann gibt es heute alle Informationen und Details zu Part 2, damit ihr da alle Infos habt und gedeckt seid und wisst, was ihr zu tun habt. Denn es gibt wirklich viel zu tun, deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an. Und man kann auch gute Stones mitnehmen. Extreme Battle etc. sind auch online, deswegen gucken wir uns das Ganze mal einfach von oben nach unten an. Nämlich Dragon Ball Super Broly Move Celebration Login Bonus Part 2. Das Ganze oder die ganze Celebration Part 2 geht bis zum 5. März. Es ist 1 Uhr nachts unserer Zeit, bis 0:59 unserer Zeit dann. Jedenfalls ist es auch bis zum 5. März live. Login Bonus gucken wir uns gleich an, was es da zu holen gibt. Auch Special Missions Part 2 wurden hinzugefügt, gucken wir uns auch gleich an. Ein Dragonstone Sale ist live, könnt ihr euch auch gerne abchecken im Dragonstone Sale Shop. Die Banner sind online, Freunde, wenn ich das Ganze ansehe, sind sie live. Die Sache ist, vom Inhalt her hat sich nichts geändert. Es ist genauso, wie wir es uns im Banner-Preview uns angesehen haben. Eine Randnotiz vielleicht noch, im Banner von Gogeta sind nur Super-Class-Charaktere und in dem von Broly nur Extreme-Class-Charaktere, also Hero und Villain, sind geteilt. Die Banner sind online bis zum 5. März, 6:59 Uhr unserer Zeit, um es genau zu sein oder genau zu nehmen. Und ab heute gibt es einen 300 Stunden Super Multisummon Discount. Für 300 Stunden gibt es einen Multisummon Discount. Jeweils pro Banner. Wie sieht das Ganze aus? Nämlich pro Banner, Freunde. Die Steps, die 10 pro Banner. Jeweils. Der allererste Summon, beziehungsweise der allererste Durchlauf ist vergünstigt, um es kurz zu sagen. Ihr zahlt statt 150 Dragon Stones für 3 Multis und dass der vierte dann kostenlos ist, 100 Dragon Stones. Step 1. Im Banner von Broly, nehmen wir mal ein Beispiel an, beispielsweise an. Der erste Multisum kostet 25 Stones statt 50, der zweite 30 Stones statt 50, der dritte 45 Stones statt 50 und der vierte ist dann kostenlos. Natürlich bekommt er dann jeweils 10 Charaktere, ist ein voller Multisum. Dann, nachdem er das Ganze gemacht hat, quasi danach sind die Steps nicht mehr vergünstigt. Dann kostet jeder weitere Multisum 50 Dragon Stones, aber der vierte ist dann immer noch kostenlos und das Ganze tut es dann wiederholen. Heißt, sowohl bei Brolys Banner, der allererste Durchlauf, die allerersten 3 Multisummen sind vergünstigt, als auch bei Gogeta. Jedenfalls, so viel auch eigentlich zu dem Super Multisummen Discord, wie gesagt, ist von ab jetzt bis für 300 Stunden live. Da könnt ihr euch gerne mal abchecken, was da zu holen gibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viel Glück, wenn ihr summont. Und ja, vom Banner selbst hat sich nichts geändert, wie gesagt, wie wir das im Banner Previews angesehen haben. Und die Dokkan-Events sind auch jetzt live, Freunde. Zu den Dokkan-Events habe ich damals schon Videos gemacht. Wir haben auch an sich schon sehr viele Videos zu Gogeta und Broly. Könnt ihr euch gerne abchecken, falls euch das ansehen wird, wie es auf JP war. Um es kurz zu sagen, gewisse Charaktere machen sehr effektiven Schaden gegen Broly, andere Charaktere gegen Gogeta. Gucken wir uns alles gleich an. Näher an. Story-Event. Das Story-Event geht jetzt nun auch weiter zu Part 2. Da wurden jetzt quasi die Awakenings zugefügt der weiteren Charaktere. Das gucken wir uns auch gleich alles an. Und das Extreme-Battle von Broly ist ebenso live bis zum 5. März. Das Extreme-Battle habe ich damals auch gemacht. Könnt ihr euch auch gerne abchecken, wann, damit ihr das sehen wollt, wie das Ganze funktioniert. Im Endeffekt gucken wir uns die Informationen auch gleich an. Und das ist wie quasi ein standardgemäß EZA. Von Level 1 bis 30 gibt es Items, Stones etc. Aber gucken wir uns gleich alles näher an. Ein Elderkai-Summon ist online. Könnt ihr euch gerne abchecken, falls ihr Elderkai-Summon braucht oder nicht. Ich würde nicht davon abraten, weil aktuell in Dokkan an sich bekommt man sehr gute, sei es Elder Kai, Seedman Kai, Grand Kai, also müsste nicht unbedingt sein. Falls ihr darauf zurückgreifen wollt, gerne, dann ist das eben online, wie gesagt. Alle Dokkan-Events sind ebenso online bis zum 27. Februar. Das Story von Tapion ist auch online, geht bis zum 21. März. Okay, krass, das geht ja mal lang. Bis zum 21. März, alles klar. Jedenfalls ist das online und das Story-Event von Monaka kommt erst ab dem 18. Februar online, ab 7:30 Uhr morgens unserer Zeit, sorry, und geht bis zum 5. März. Dann das Story-Event von Bojack kommt ebenso am 18. Februar live, 7:30 Uhr. Mui Boss Katori Summon kommt live, warum? Ab dem 26. Februar, 7:30 Uhr unserer Zeit, denn das Extreme-Battle von Gogeta wurde somit auf Global vorgeschoben. Kommt mit dem Event, so wie es auf JP war, der Movie Celebration Extreme Battle. Finde ich cool. Extreme Z Awakening von Gogeta kommt am 26. Februar, 7:30 Uhr, unsere Zeit, Freunde. Im Endeffekt, um es jetzt schon zu sagen, aber das gucken wir uns dann später auch an. Die Movie Boss Charaktere werden sehr effektiv sein gegen ihn. Kid Buu sein Event kommt auch am selben Tag live. Warum? Weil Kid Buu der AGL dann auch ein Easy bekommen wird. Und zu der Zeit ab dem 26. bis zum 14. März werden dann die Events von Gogeta und Kid Buu live sein, damit ihr die quasi Dokkan jetzt machen könnt oder sie zur Verfügung stehen daily. Und der zukünftige Free-to-Play LR Kid Goku, dessen erstes Story-Event kommt live am 26. Februar, 7:30 Uhr morgens unsere Zeit. Wenn das Ganze live kommt, gucken wir uns das genauer an.
Ansonsten so viel zu den Part 2 Missionen oder Informationen, das wäre das drunter war wegen Part 1. Genau, die Banner haben uns angesehen, Freunde. Wie gesagt, viel Erfolg, viel Spaß beim und viel Glück natürlich beim Summon. 300 Schutten, wie gesagt, ist der Super Multisum Discount. Dann die Dokuments. Zu den Dokuments, Freunde, habe ich auch schon Videos gemacht. Die könnt ihr euch gerne abchecken, sei es von Greater oder Broly, damit ihr es einfach mal seht, wie das Ganze funktioniert. Aber um es einfach zu sagen, sie hat super Zeit, die Medaillen, die neuen Jobben hier. Diese Charaktere folgende machen vermehrt Schaden gegen Gogeta. Ihr könnt die Charaktere dann, die Medaillen von Gogeta brauchen, awaken logischerweise. 77 für Gogeta selbst, 35 jeweils für Goku oder Gott Vegeta. Ansonsten außerhalb davon Broly. Brolys Dokument, da haben auch gewisse Charaktere einen sehr effektiven Schaden gegen oder machen vermehrt Schaden, annullieren seine Damage Reduction, sage ich mal, etc. Und das sind diese Folgencharaktere, darunter sind die Free-to-Play-Charaktere, also das kann man auf jeden Fall schaffen. Aber passt bei Broly's Dokument-Event auf, es ist schwer, also die letzte Phase, er macht sehr viel Schaden. Wenn er einen Super Attack, dann werden die drauffolgenden Angriffe auf diesen Charakter sehr wehtun. Also den solltet ihr nicht unterschätzen, und aber außerhalb davon geht man noch Kategorie-Teams rein und dann ist das gut gedeckt. 70 Medaillen logischerweise für den neuen Broly, 35 für den Izay Broly und 35 für Parkus, um ihn zu awaken. Und dann, wegen dem Extreme Zirking oder Extreme Battle von dem neuen Broly, wie gesagt, wenn ihr das rein sehen wollt, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, aber üblich, wie jedes andere Izay auch. Vor Level 1 bis 30 bekommt ihr quasi Stones, ihr bekommt Kais etc., Grand Kais und so fort. Die ganzen Medaillen, die ihr braucht, um die Charaktere zu awaken. Denn das Extreme Battle ist nicht nur für Broly selbst, sondern auch für den Free-to-Play Vegeta Blue und Goku Blue. Aber die Super-Tech-Charaktere haben einen Vorteil gegenüber Broly, denn er ist von Extreme AGL-Type. Aber die Movie Heroes-Kategorie, die macht sehr effektiven Schaden gegen Broly. Also wenn ihr Movie Heroes-Charaktere habt, die Free-to-Play-Version, wenn ihr den Free-to-Play Vegeta und Goku habt, die werden viel ausmachen, Freunde. Klatscht sie neue Team und dann macht das Extreme Battle. Und die könnt ihr dann auch awaken. Sowohl den Goku, haben wir uns auch angesehen, was er drauf hat, auf jeden Fall reicht in den Videos, als auch den Vegeta. Und zu diesen beiden vollends Easy 8 auf 100% habe ich auch ein Video, Freunde. Das könnt ihr euch gerne abchecken, falls ihr euch fragt, ey, haben die eigentlich was drauf auf 100% etc. oder nach dem Easy 8, haben wir alles im Video vor, Freunde. Das kam ja alles wirklich vor kurzem erst auf JP raus und haben wirklich alles gedeckt, sehr viel gedeckt, contentmäßig, Gott sei Dank, zu den Charakteren etc. Das könnt ihr euch gerne abchecken. Wenn ihr da Fragen habt, dann guckt am besten die jeweiligen Playlists vorbei, in dem Fall Dokkan Showcases, oder wenn ihr fragt, oder zum Beispiel, wenn ihr fragt, ey, wie gut ist eigentlich der und der, dann schreibt einfach in die YouTube-Leiste Osuru und zum Beispiel dann Vegeta Blue oder Goku Blue, Free-to-Play Goku Blue etc. oder Physisch Broly oder Gogeta Blue, dann kommen die ganzen Sachen dazu. Jedenfalls, und dann natürlich bekommt ihr dann auch noch die Medaillen, um den Easy A Broly zu awaken. Und wenn ihr den zieht, ihr seht ihn auf jeden Fall, der ist wirklich sehr, sehr gut. Und ihr müsst nur Level 1 bis 30 machen, dann bekommt ihr alle Medaillen für ihn, für den Vegeta Blue und für den Goku Blue. Und so funktioniert das Ganze mit den Extreme Battles. Also natürlich auch 30 Stones an der Stelle, also nur rein damit. Dann haben wir hier weitere Stages zum Story-Event von Broly hinzugefügt bekommen. Warum? Ab Stage 6 wurde das Ganze hinzugefügt. Auf Stage 6 droppen Medaillen, um den Goku dann zu awaken, zu Goku Blue. Der Goku, der auf Stage 1 droppt. Ihr braucht 20 Medaillen, um ihn zu awaken. Dann haben wir hier an der Stelle zwei neue Support-Items. Auf Stage 8 droppen die Medaillen für den in Broly, um ihn zu awaken. Der auf Stage 2 droppt. 20 Medaillen braucht ihr, um ihn jeweils zu awaken. Auf Stage 10 droppen die Medaillen, um Freezer zu awaken. Das braucht ihr auch 20 Stück, um den Freezer, der auf Stage 3 droppt, zu awaken. Und auf Stage 11, genau, gibt es ein paar Medaillen, die da droppen. Jedenfalls, Freunde, was gibt es Wichtiges zu den Charakteren zu sagen? Zum einen natürlich, haben wir schon abgedeckt, das ist nun eine farmbare Esse für jeden anderen Vegeta Baseform, für jeden anderen Goku Baseform, für jeden anderen Broly Baseform. Also auch zum Beispiel für den AGL Broly. Und der ist für jeden anderen Freezer Final Form. Ja, ihr müsst die Charaktere dann jeweils einen davon auf 100% auf UR bringen, sorry, auf den auf URZ awaken, und dann gibt er 100% für jeden anderen Baseform Broly, sag ich mal, zum Beispiel für den AGL Broly. Also wenn ihr beispielsweise den AGL Broly auf SC10 bringen wollt, dann braucht ihr 9 Stück von diesem Int Broly. Diese 9 müssen jeweils alle auf UR sein und dann könnt ihr den AGL Broly auf SC10 bringen, wenn ihr diese als Trainingspartner nutzt. So funktioniert das Ganze. Ähnlich dann quasi, wenn ihr sie awake, ist das quasi eine farmbare Esse für jeden Goku Blue, eine farmbare Esse für jeden Super Saiyan Broly, in dem Fall auch für den physisch Super Saiyan Broly, den Summonable. Er hat eine farmbare Esse, das ist dieser Bursche hier, da braucht ihr 9 Stück von ihm, da müsst ihr quasi aber auch alle 9 awaken, also mit den Medaillen auf UR bringen, und dann könnt ihr den physisch Broly auf SC10 bringen. Das ist für jeden Golden Freezer und Vegeta natürlich für jeden Vegeta Blue. Goku, Broly und Freezer kamen 9 zu, sag ich mal. Goku Attack mit 50%, Ki plus 3 plus additional 40% auf die Verteidigung, wenn er gegen den Movie-Boss-Charakter kämpft. Broly an der Stelle hat Attack mit 50%, bekommt zusätzlich Attack mit 30%
ab mir. Am Anfang jeder Runde heißt immer, wenn er reinkommt, bekommt er Attack und F 30%. Jedoch ist das Maximum dann 60% und über 60% zusätzlich geht es nicht. Also kommt auch Attack und F 100% so gesehen, mehr oder weniger. Und Golden Freezer würde ich empfehlen, ihn zu erfahren. Ist wirklich ein sehr guter Supporter. Er hat zum einen Damage Reduction von 30%, erhöht seine Verteidigung jedes Mal, wenn er einen Angriff bekommt. Das Maximum 60% und er gibt Movie Boss Kategorie Verbündeten Kidnuster Attack mit 30%. Also wenn ihr da, also den könnt ihr wirklich im Broly-Team spielen, wenn euch der Charakter fehlt. Was das fehlt, der hat auch wirklich in gewissen Setups, es gibt ja sehr viele Setups im Broly-Team oder an sich bei Goita, da könnt ihr ihn auf jeden Fall spielen als Supporter. Das ist ein wirklich guter Charakter an der Stelle. Und genau, Vegeta an der Stelle, unser Boy. Attack mit 50% Kidnuster plus Edition 40%, wenn der gegen den Movie-Boss-Charakter kämpft. Und natürlich nach in ihrem Izay ändert sich die Pass von Vegeta und Goku. Aber das haben wir uns alles im Detail angesehen, Freunde. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch und Login-Boni, wie gesagt, könnt ihr euch gerne abchecken. Zum allerersten Login gibt es 10 Jankzones. Ansonsten dann Tag drauf 5 oder am heutigen Tag sogar. Ja, am heutigen sollte es dann, glaube ich, 5 und dann die Tage drauf 2 und so und so fort. Ab dem 26 dann jeweils 1 bis zum Ende der Celebration. Ende der Celebration ist für uns dann, ja, hier steht 4.3. sein, sollte bei uns bei der 5.3. sein, wenn mich alles täuscht, haben wir ja vorhin uns angesehen. Aber außerhalb davon gucken wir uns am Ende dann noch die neuen Special Missions an zu Part 2 und dann hätten wir das Ganze gedeckt. Ja, richtig, bis zum 5. geht es für uns. Und zwar, Folgendes ist hinzugekommen: Daily Missions sind gleich geblieben. Bis zu 3 Stamina verbrauchen, 3 Status Clear, dann bekommt ihr Daily das, was gelistet ist, unter anderem ein Stone. Was jetzt neu zukam, steht hier für Part 2. Wenn ein Charakter Dokkan Awake 3-mal, dann bekommt ihr 5 Seeking Kai, wenn ihr eine Stage unter speziellen Bedingungen cleart. Das ist zum einen, wenn ihr mindestens einen Movie Heroes Charakter habt in eurem Team und eine Stage macht und dann beim anderen einen Movie Boss ist mindestens ein Charakter in eurem Team, dann bekommt ihr bis zu 4 Sleeping Kai. Wenn ihr Dokkan Awake bis zu 7 Mal cleart, dann bekommt ihr die Sachen, die hier gelistet sind, darunter 3 Stones. Wenn ihr Extreme Sea Battle bis zu 7 Mal schafft, dann bekommt ihr auch die Sachen, die hier gelistet sind, darunter sind auch 3 Stones, sollten das sein, richtig, wenn ich das kurz so in Eile hochgezählt habe. Und dann, wenn ihr alle Missionen schafft, bekommt ihr also von Part 2 3 Stones. Und wenn ihr dann komplett alle schafft, dann bekommt ihr 5 Stones, Freunde. So viel zu den Informationen und Details zu Part 2 von Dragon Ball Super Broly Movie Celebration. Ich wünsche euch, wie gesagt, sehr viel Glück bei Summon. Wir werden auch die Tage Summon. Und dann ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas sehen wollt, wegen videotechnisch, wie gesagt, Freunde, schaut am besten in die Beschreibung. Ich werde die Links da in die Beschreibung setzen. Aber ansonsten auch, da haben wir wirklich sehr viel Content rausgebracht. Soll nicht heißen, dass kein Content jetzt kommt. Keine Sorge, nur falls ihr euch schon vorab informieren wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall jetzt schon tun. Aber außerhalb davon, Freunde, wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und dann, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ciao. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.